Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf. Und heute haben wir einen besonderen Tag vor dem besonderen Wochenende. Das Termin warten wir ein ganzes Jahr, weil das ist ein von wichtiges Event. Das ist wieder unsere Lieblingsstrecke Nürburgring. Und am diesem Wochenende haben wir 24 Stunden Nordschleife. Für alle deutsche Fahrer, für alle internationalen Fahrer, das ist sehr wichtiges Rennen. Die macht sehr viel Spaß, weil das ist sehr berühmt, kommt sehr viel Zuschauer. Letztes Jahr war über 200.000. Diesmal glaube ich noch mehr, weil das Wetterbericht ist sehr, sehr gut. Jedes Jahr die Vorbereitung startet im März bei Follow-in-Rennen für 24 Stunden. Dann haben wir Qualifier-Rennen. Qualifier-Race, das ist eigentlich Training für 24 Stunden. Deswegen wir haben Nachttraining, wir haben normale Qualifier, wir haben zweimal Rennen. Und wichtig ist, Team vorbereitet für 24 Stunden, weil Resultate von heute eigentlich ist nur für das Rennen, die Punkte gehen 24 Stunden, nicht so voll. Deswegen das ist einfach wie Training für 24 Stunden. Was kann man nicht beschreiben, ja? Was macht Spaß. In diesen drei Tagen auf Nürburgring so viel passiert, wie bei normalen Menschen wahrscheinlich nicht passiert in einem Jahr. Wir haben letzte 24 Stunden von Samstag auf Sonntag, das ist wie ein Leben, ja? Wie kleine Historie. Wenn sprechen wir über Zeitgefühl, ob das Zeitvolumen, dann kann ich immer vergleichen, die Classic Remise, die Zeit läuft, Wahnsinn, wie schnell ist, wie ein Blitzer. Ja? Ich bin 10, 12 Stunden am Tag hier und für mich von morgens bis abends, das ist wie eine Sekunde. Und wenn Fahrzeug auf dem Döttingen höre und bleibt 20 Sekunden bis Fahrerwechsel, das ist ewig. Wenn du bist im Helm, im Box und du wartest bis Fahrerwechsel, das ist Wahnsinn, wie lange läuft diese 20 Sekunden. Ja? Das ist Wahnsinn. Alles super, gute Stimmung. Bisschen eng in der Box. Aber ich glaube, alle haben Spaß, alle haben Bock. Und wir freuen uns. Good morning! Good morning! Nacht war super. Wir stehen im Paddock mit Camper auf super Parkplatz. Musik war bis 2-3 Nacht richtig laut. Auf rechter Seite eine Scheiße, auf linker Seite zweite Scheiße. In der Mitte war noch und richtig Chaos. Die erste, was hat mir sehr gut gefallen. Ich gehe gestern Nacht im Box gucken, ob das Team noch hier ist. Die war schon keiner da. Aber ich habe gesehen, alle drei Autos im gleichen Design. Endlich, wir gehen schon um 10, weil wir müssen gleich fertig machen und dann haben wir erste Qualify. Ich fahre als Erste, Mr. Mike auch als Erste. Ja, also einfach Fuga auch als Erste. Wir fahren alle zusammen. Wir fahren alle zusammen. Die Atmosphäre ist halt toll, ne? Die ganzen Leute auf der Strecke, das ist halt was ganz Besonderes hier. Das macht mir immer Spaß, Wahnsinn, wie viele Leute hier zu besuchen, ja? Die Fans und Friends. Und langsam, wir sehen schon, wie voll ist Paddock und wie voll ist Tribünen. Puls langsam geht auch nach oben, weil in 5 Minuten gehe ich im Auto rein. Ich fahre als Erster zum Qualify. Und ja, bei diesem Wetter, diese Veranstaltung macht richtig Spaß. Viele Sachen, auf jeden Fall die Fans. Es ist immer der Hammer, wie viele Fans hier sind. Es ist jetzt mein erstes 24-Stunden-Rennen dieses Jahr. Jewgen hat also schon einige mehr erlebt als ich. Ja, Fans ganz besonders, die Atmosphäre hier, das Fahren bei der Nacht. Generell sind Endurance-Rennen was ganz Besonderes. Man muss sich extrem fokussieren über einen langen Zeitraum. Dementsprechend denke ich, dass da einige Faktoren eine große Rolle spielen. Ja, es ist einfach das größte Rennen des Jahres. Ne? Die ganze Atmosphäre hier, die ganzen Menschen, Fans von ganz kleinen Kindern, die schon Sonntag anreisen, ist einfach ja, für uns auch als Fahrer was ganz Besonderes. Die Jahre, wo Corona war, war schwierig ohne Fans, aber jetzt mit den ganzen Leuten an der Strecke, in jeder Kurve, wird, glaube ich, ein magisches Wochenende. Ja,
circa 40 Stunden bis Rennen. Wir starten. Puls ist okay. 91, ich gehe wieder erst im Auto und wir starten Night Qualify. Qualify geht zum Ende, bleibt noch 40 Minuten Guido unterwegs. Ich war als Erster, Auto war gut eingestellt nach erster Qualify, haben wir gut in gute Richtung alles gemacht. Und im Nacht natürlich macht es Spaß, weil auf der Strecke die alle Fans, alle Zuschauer mit diesen Lichtern, mit Feuerwerk. Und das ist geil. Ja. Wetter bleibt immer noch trocken, das auch macht Spaß. Und echt so Atmosphäre, Wahnsinn. Ja. Und ich warte schon Samstag. Das bestimmt macht Spaß. Good afternoon, everybody, and welcome to one of the most extraordinary motor races anywhere in the world. Endlich haben wir heute Samstag. In 4 Stunden haben wir Start. Jetzt läuft Klassikrennen 3 Stunden. Nach Klassikrennen haben wir Warm-up. Wir prüfen unser Auto 2-3 Runden, weil gestern haben wir ein paar neue Einstellungen gemacht, ein paar neue im Setup. Und freue mich, ich mache heute Start. Das freue mich noch mehr, weil das ist Wahnsinn, wie viele Leute stehen auf der Rennstrecke und was passiert an dem Start. Deswegen von leckeres Kuchen. Ich habe heute beste Teil genommen. Im Nacht, für das bezahle ich im Nacht mit Doublestin fahren, aber alles gut, alles in Ordnung. Ich hoffe, bleibt alles im Auto im Ganzen, kein Crash, keine technischen Probleme und kommen wir zum Ziel. Aber freue mich heute am Samstag auf Start in 4 Stunden. Das ist Superstar von Freitag, von Top Qualify. Mike hat gestern P10 im Top Qualify gemacht. Das freue mich, sehr gut gemacht. Für Arm Cars, Pro Arm, super. Ja, Freitag, wir haben Qualified und Top Qualify. Bei Qualify haben wir probiert unser Auto. Endlich haben wir verstanden, was genau müssen wir ändern und dann haben wir gemacht. Im Warm-up am Samstag prüfen wir das nochmal und ich hoffe, finden wir unser Tempo bei Rennen. Und herzlich Glückwunsch zu Mike, der hat gestern im Top-Qualify mit GT3 Autos P10. Das ist Wahnsinn, weil Konkurrenz sehr stark, alle waren ganz, ganz dicht. Mike hat sehr gute Resultate gezeigt mit sehr guter Zeit. Wir sind am Mittwoch eingekommen und bis Samstag warten, dass du denkst immer, dass ewig bis Start. Aber jetzt, wir stehen schon vor 4 Stunden vor dem Start. Heute ist schon Samstag, die Tage schon alle vorbei. Und ehrlich, wir warten dieses Event ein Jahr, wir vorbereiten uns und machen wir alles. Und die Zeit läuft so schnell, wie habe ich schon gesagt. Du kannst nicht vorstellen, dass wie ein Blick.
Ja, wir haben weniger als eine Stunde zum Start und ein bisschen aufgeregt, Puls 110, 120 und ganz wichtig, sauberer Start, kein Crash, keine technischen Probleme und dann konstant fahren, erste 6-7 Runden. Am Start, wir haben drei Gruppen, ja, die erste Gruppe mit GT3 und Cup Autos, zweite Gruppe GT4 und Cup 3 Autos. Und die kleinen Autos als dritte Gruppe, insgesamt fast 140 Autos und erste Kurve ganz, ganz wichtig, weil alle kennt Nürburgring, GP-Strecke, ja, das ist erste Kurve ganz langsam und sehr viel passiert, deswegen müssen wir alles sauber überleben und dann weiterfahren. Ja, ich habe schon Glück, seit letzten 3, 4, 24 Stunden mache ich am Start und das macht mega Spaß, weil so viele Fans, so viele Leute stehen auf der Strecke. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich weiß, so letztes Jahr war über 200.000 Menschen und heute glaube ich noch mehr von Gefühl, weil Wahnsinn, wie viele Leute. Und ich weiß, das ist nur kein Teil hier auf Start auf Stellung. Ich weiß, wie viele Leute stehen auf der Strecke 26 Kilometer. Ich glaube, hier ist kleine so Bundesland noch geboren nach diesen zwei Wochen. Viertel vor 12 und Auto steht seit einer Stunde schon im Box. Wir finden nicht Fehler. Das Auto hat keine Leistung. Kleine Probleme war schon von vorne auf meiner Sicht. Aber jetzt ist richtig, hat keine Leistung. Leute von Aston Martin auch hier findet keine. Und wir haben schon sehr viel Zeit verloren, sehr viele Runden verloren. Deswegen kämpfen wird schon ganz schwierig. Das sehe ich Chance ganz wenige. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, noch diese Fehler finden. War aber echt gut dabei, haben eine gute Performance abgeliefert und dann auf einmal irgendwelche elektrischen Probleme, haben uns leider den Traum des 24-Stunden-Rennen zu beenden, haben wir leider ja, in den Sand gesetzt. Nicht zu finden, woran der Fehler liegt. Irgendwelche elektrischen Probleme am Auto hindern uns an der Weiterfahrt. So, und dann möchte ich mich natürlich noch bei allen bedanken. Also, es war echt eine super Truppe. Sowohl Fahrer wie auch Mechaniker haben alles gegeben, hat aber leider nicht gereicht, um eben ans Ziel zu kommen. Also vielen Dank ans gesamte Team, an ProSport, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in so einem tollen Team zu fahren. Dankeschön.
Ich habe schon mehrmals gesagt, 24 Stunden, das muss mehr Faktoren zusammenkommen, dann du kommst zum Ziel mit gutem Resultat und mit gutem Ergebnis und du bist glücklich. Weil echt, das ist sehr schwierig, im 24 Stunden Fahrzeug im technischen Zustand halten, keinen Fehler machen, keinen Crash passieren, alle Fahrer muss fit sein, Motivation, wenn Team verliert Motivation, das ist auch schlecht. Ja, alle Mechaniker muss gut sein. Die ganze dieser Mechanismus muss gut funktionieren. Meine Erfahrung, du musst verstehen, wie das schwierig, die alle Faktoren zusammensammeln und zum Ziel kommen. Ich sehe, dass wenn laufe ich im Paddock und gucke ich auf Auge zum Leute, Mechaniker, Fahrer, ich sehe, wie alle kaputt, echt wie alle kaputt nach dieser 24 Stunden, die letzte Stunde, wie schwierig für alle. Alle Mechaniker schon sieht so aus wie nach Krieg. Und ich bin frisch geduscht, ich habe 8 Stunden geschlafen, weil nach diesem Fall kann ich um 2 Uhr nachts im Bett gehen. Und das auch sehr positiv, dann kann ich morgen ganz frisch zum Firma gehen, ja, das ist nicht so voll kaputt wie immer passiert, deswegen das ist auch sehr positive Sache. Und ja, freue mich, das ist noch ein kleiner Kampf, haben wir gemacht und kommen wir wieder und wieder. Jetzt langsam zu Ende. Sehr schade, dass wir da einen technischen Defekt hatten bei dem Auto von Yevgen. Aber das ist halt manchmal so. Ne? Das gehört zum Rennsport mit dazu. Jetzt kann man sich nur darauf konzentrieren, dass es beim nächsten Mal besser wird und dass hoffentlich der Fehler auch gefunden wird. Trotzdem haben wir alle einen super Job gemacht, auch gerade in den Qualifyings. Und jetzt hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal besser wird. Und da drücken wir die Daumen. Ja, das Rennen ist jetzt fast vorbei. Die letzte Stunde ist angebrochen. Wir hatten alle ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Mein Auto ist sehr, sehr gut durchgekommen. Yevgen hatte leider weniger Glück. Aber ich denke, am Ende können wir trotzdem alle zufrieden sein. Ja, waren sehr, sehr anstrengende Stunden, sehr, sehr anstrengende Tage. Das Rennen kommt jetzt zum Ende. Ich bin natürlich super happy, dass wir bis hierhin durchfahren konnten und freue mich jetzt auf die letzte Stunde. Wahnsinn, wie viele Leute sitzen auf der Tribüne, auf Start sind. Und jetzt kommt das letzte Sekunde. We'll be right back.
Team, alle Fahrer, alle Fans freuen sich nach 24 Stunden. Rennen ist vorbei. Chris, Rennen ist vorbei. Mega End, Happy End. Und von drei Autos, wir sind zum Ziel mit zwei Autos. GT3 im Podium, im AM P3 und SP10. Auto von Mies Hugo, das auf P4. Unser Auto schläft seit 1 Uhr Nacht, weil Seniorenfahrzeug, der darf nicht im Nacht fahren. Ja, freue mich und sehen wir uns nächstes Jahr. Ciao, ciao.